Hallo und herzlich willkommen zu Let's Do It. Heute zu einem ganz besonderen Projekt. Alle Standard-Werkstattwagen können komplett einpacken. Wir werden heute den einzig wahren Werkstattwagen bauen. Der ist richtig cool und funktioniert perfekt. Und wenn ihr wissen wollt, wie der aussieht und wie wir den bauen, dann bleibt einfach dran. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Der einzigartige Werkstattwagen soll ja einzigartig aussehen, damit er auch einzigartig ist, habe ich mir diese Aluprofile hier ausgesucht. Ganz herzliches Dankeschön erstmal an die Firma Item. Ich werde euch gleich zeigen, wie wir den kompletten Rahmen bauen, was es für verschiedene Verbindungsarten gibt. Dann, wir müssen hier verschiedene anwenden, weil wir später noch die Nut brauchen. Aber warum und wieso und weshalb, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Erstmal auspacken. Das hier sind ja sozusagen die Füße, beziehungsweise, naja, eigentlich nicht, weil es steht ja nachher später auf Rollen. Also eigentlich sind es nur die aufrechten. Und jetzt werde ich euch mal kurz mein kleines Problem sagen, was mir doch das ein oder andere an Kopfschmerzen bereitet hat. Denn das Ding kommt ja später nachher hier oben ran. Und jetzt ist es so, ich habe das Problem. Denn ich möchte ja, dass... Warte... Ich lege das erstmal vorsichtig ab, dass diese Nut frei bleiben muss. Das heißt, ich kann hier keine Verbinder hinsetzen, wie zum Beispiel jetzt diese Dinger hier oder eben andere Verbinder. Komme ich jetzt gleich drauf zurück, aber die muss eben frei bleiben, denn da kommt später eine Holzplatte rein, die extra so angepasst wird, dass sie sozusagen in der Nut drinne steckt und dann später hier kommt nochmal eine Platte drauf, die hat dann sozusagen die... Ja, die Auszüge, da sind die Auszüge dran befestigt und das ist sozusagen auch der Anschlag für die Schubladen. Wie gesagt, werdet ihr alles nach und nach denn noch sehen. Jetzt ist es aber so, erstmal muss dieser Rahmen fertig werden. Und wie kriege ich das jetzt fest? Ich habe euch ja vorhin am Anfang schon gesagt, dass ich drei Verbindungsmöglichkeiten habe. Das hier ist sozusagen die einfachste will ich nicht unbedingt sagen, weil das ist schon ein bisschen Aufwand, denn hier müsste man jetzt ein Gewinde bohren, ja, einmal ein M10-Gewinde und nochmal ein 9er Loch. Das würde wie folgt aussehen, wenn ich das jetzt hier so habe, dann ist es so, ich müsste hier rein, also in dieses Aluprofil, hier ein M10-Gewinde reinbohren, ja, und dann nochmal ein Loch, damit ich diesen Standardverbindungsdingsbums, nenne ich ihn jetzt, diesen Standardverbinder hier reinschieben kann
und dann von hier durchschieben kann und festschrauben kann. So wäre das mit dieser Variante. Aber, wie gesagt, immer noch bedenken, hier muss alles frei bleiben. Jetzt gibt es noch diese Variante. Diese Variante würde so aussehen, dass wir dieses Gewindestiftteil hier reinschrauben. Das wird hier so reingeschraubt. Und dann hat man eben auf der Nutseite sozusagen wieder den kleinen Nutstein. Der kommt hier rein. Und dann kommt, also natürlich so rum, logisch. Und dann kommt diese Schraube eben hier durchgeschraubt. Hier ist so ein ganz kleines, kurzes Gewinde drin. Und dann kommt die hier einfach rangeschraubt. Und dann würde diese Verbindung so eben halten. Aber wenn ich das jetzt hier oben reinschraube, habe ich wieder diese Nut nicht zur Verfügung. Und die brauche ich ja nun mal. Also müssen wir eine Kombination aus beidem machen, denn ich möchte nicht nur diese verwenden. Dann wäre es ja so, ich habe die einfach hier einmal festgeschraubt und dann war's das. So, und was ist jetzt mit der Seite? Das heißt, diese Seite ist nicht festgeschraubt, nur diese Seite. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne lieber auf Nummer sicher gehe oder das ein oder andere auch einfach mal gerne stabiler baue. Das heißt, wir werden hier auch einfach wenigstens eine von diesen, normalerweise kommen eben immer zwei Stück rein, eine oben, eine unten. Ich werde jetzt einfach nur eine einbauen unten, die sieht man denn gar nicht. Das heißt, sogar die vordere Nut hier vorne bleibt auch noch frei. Ja, das werden wir jetzt machen. Das heißt, wir müssen jetzt das ein oder andere Loch bohren, ja, mit einem 9er Bohrer und das ein oder andere Gewinde, also 10er Gewinde. Und das machen wir jetzt. Jetzt kommen diese Verbinder hier rein. Ich bin mal echt gespannt, wie das funktioniert. Auf alle Fälle ganz, ganz wichtig, nicht rechts rumschrauben, sondern links rum. Also lose Schrauben. Ja? Also die werden reingeschraubt gegen den Uhrzeigersinn. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert und wie das vor allen Dingen funktioniert. Und ob die Akkumaschine das überhaupt schafft. Gut, die Akkumaschine hat es geschafft, auch wenn sie ein bisschen was zu kämpfen hatte. Wir müssen natürlich auf alle Fälle noch, bevor wir nachher alles zusammenbauen, überall ist hier so ein kleiner Grat, dann das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Das müssen wir nachher noch mal ein bisschen nacharbeiten, dass wir einfach überhaupt keinen Grat haben, meine Güte. Das Ding muss ein Stückchen draufstehen, ja, also so. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob 1 mm oder 2 mm, jedenfalls auf alle Fälle muss das ein kleines Stückchen rausstehen. Und so, jetzt machen wir die anderen noch und dann bin ich mal echt gespannt, ob das funktioniert mit dem Zusammenbau. Jetzt müssen wir die nur noch irgendwie verheiraten. Ich weiß nur nicht so richtig, wie. Alter, wie geil passt das denn? Unfassbar. Ich bin verliebt. Ich bin richtig verliebt. Unfassbar, wie geil.
das hat jetzt gerade so super gepasst. Ich war so happy, dass das wirklich ja fast schon reingefallen ist. Hätte nur noch gefehlt, dass es sich von alleine festschraubt. Aber ich habe trotzdem einen ganz, ganz, ganz großen Fehler gemacht. Und zwar einen wirklich ganz großen Fehler. Das ist der Nutstein. Ja. Der ist generell mega cool, weil ihr habt hier hinten so eine kleine Rolle. Ja, also so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Kugel, die kann man reindrücken. Dadurch bleibt dieser Nutstein eben an der Stelle, wo man ihn hinschiebt. Dieser kleine Nutstein kommt jetzt hier rein. Ja. Und dann habe ich euch ja vorhin erzählt, dass diese Schraube dann sozusagen das hier festschraubt. Ja? Soweit noch alles ganz toll. Problem ist, diese Schraube muss vorher rein. Ich kriege die jetzt hier nicht mehr rein. Auch nicht quer, auch nicht sonst irgendwas. Es geht nicht. Das heißt, auf allen Seiten muss eine Seite nochmal raus. Dann kann ich den reinschieben für hier unten und den und die zweite Schraube für den hier. Das ärgert mich wirklich gerade dermaßen, ja, und ich zeige euch das jetzt einfach nochmal, oder ich zeige euch diesen Fehler jetzt einfach, ja, in der Hoffnung, dass der ein oder andere mitleidet, ja. Ah, der ein oder andere wird sich wahrscheinlich freuen, aber es ärgert mich wirklich tierisch gerade und ich wollte das Ding eigentlich fertig haben heute, aber leider, ich habe heute noch was vor. Ja, wie gesagt, es ärgert mich. Auch wenn es lumpi lustig ist, aber es ärgert mich. Jetzt schon mal die Rollen unter den Werkstattwagen gebaut oder halben Werkstattwagen oder halbe Rahmenkonstruktion, wie auch immer. Einfach aufgrund dessen, dass das mit den Schubläden und alles jetzt noch ein bisschen dauern wird und ich nicht den ganze Zeit auf diesen Aluprofil irgendwo abstellen möchte. So kann ich ihn ja auch in der Werkstatt hin und her fahren. Das hält hier, ja, also hier kann man sich sogar abstützen, runterziehen. Also unfassbar, wie stabil das Zeug ist. Die Schubladen werden wir jetzt als nächstes machen. Da werden wir sie erstmal alles zuschneiden und dann eben natürlich auch zusammenbauen. Wir werden die Seitenteile fertig machen oder vorbereiten, besser gesagt, denn alles muss noch lackiert werden. Und wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich hier nicht so die Möglichkeit habe, um irgendwas zu lackieren. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich mir irgendwie so eine kleine Ecke suchen und dann wirklich alles einzeln lackiere. Das heißt, eine Schublade lackieren, warten, nächsten Tag die nächste, dann vielleicht nochmal das zweite Mal lackieren oder vielleicht auch einfach den Klarlack rüber. Ich weiß es noch nicht, da muss ich mich auch nochmal beraten bezüglich Lack und Farben und allem drum und dran. Das heißt, es wird sich ein bisschen in die Länge ziehen, deswegen habe ich den, wie gesagt, jetzt auf die Rollen gestellt. Ich bin wirklich mehr als zufrieden, also wirklich dieses Zeug ist so stabil, wie gesagt, habt ihr gerade gesehen, ich habe mich da nah rangehangen, jetzt nicht, weil ich glaube, der macht ja einen Abflug. Es ist wirklich mega stabil und ich bin total begeistert, wirklich. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit diesem Werkstattwagen, dann empfehle ich euch, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch benachrichtigt, sobald der zweite Teil rauskommt. Da geht es, wie gesagt, hauptsächlich um die Schubladen. Und im dritten und vielleicht sogar noch im vierten Teil, ich will das ja alles so ein bisschen genauer zeigen, aufgrund dessen, dass ihr das ja auch nachbauen sollt. Und dürft, könnt, wie auch immer. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid, generell bei meinen Videos. Und ich darf mich bedanken. Wir sehen uns. Daumen hoch nicht vergessen. Bis dahin. Ciao.